Es sind Aufnahmen veröffentlicht von der Tokioter Feuerwehr. Sie zeigen den Einsatz der Löschmannschaft am 18. März am schwer beschädigten Atomkraftwerk Fukushima. Die Männer bereiten sich vor, um den Reaktor von außen mit Hilfe von Wasserwerfern zu kühlen. Eine gefährliche und schwer vorauszuplanende Aktion. Mit Spezialanzügen schützen sie sich vor radioaktiver Strahlung, die aus dem Kernkraftwerk entweicht. Sie machen sich auf den Weg zu Reaktor 3, der erst kurz zuvor explodiert ist. Dank ihres Einsatzes gewannen die Techniker vor Ort Zeit bei ihrem Versuch, die Reaktoren wieder mit Starkstrom zu versorgen. Doch trotz dieser Heldentaten bleibt die Lage im AKW Fukushima weiterhin kritisch. Laut japanischen Medien sei die gesamte Atomanlage aus Sicherheitsgründen geräumt worden. Die Betreiberfirma muss erneut vor die Presse. Entschuldigung, wie Sie im Fernsehen gesehen haben, steigt über dem Reaktor 3 des Fukushima Daiichi-Kernkraftwerkes Rauch auf. Wir versuchen, die Lage zu klären, haben aber die Arbeiter vorübergehend von dort abgezogen. Genauere Details wissen wir noch nicht, aber wir wollten Ihnen dies mitteilen. Es gibt Rauch über Reaktor 3 und die Arbeiter sind abgezogen worden. Gerade erst war es gelungen, alle Reaktoren wieder ans Stromnetz anzuschließen. Am Mittwoch gab es auch in der Nähe des Atomkraftwerks erneut ein Erdbeben der Stärke 4,7. Ob das eine Ursache für die erneuten Probleme im AKW sein kann, ist unklar.